Leute, willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Die Spinnen haben mir immer noch sehr viel Spaß. Wee, wee, wee. Aber wir haben im letzten Part auf jeden Fall auch eine neue Pinseltechnik erlernt, denn wir können jetzt auch hier so die Zeit verlangsamen, sodass wir dann hier besser durchkommen können, aber ich lasse mich trotzdem treffen, nice. Und dass wir damit auch andere Rätsel auch lösen können und dass wir auch im Kampf dadurch einige weitere Möglichkeiten haben. Also es ist wirklich eine sehr nützliche Fähigkeit, wie ich finde. Und wir haben dann beim letzten Mal jetzt auch schon anscheinend dann den Grund für den giftigen, bösen Nebel gefunden. Denn wir sind gerade direkt über dem Kaiser, der diesen ganzen giftigen Nebel einfach ausatmet. Aus irgendwelchen Gründen. Finde ich sehr seltsam alles. Aber ich denke mal, wir sind jetzt bereit, um da reinzuspringen. Wir machen das mal. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, aber mal schauen. So, einfach rein. Einfach reingesprungen und direkt sind wir auch schon drin. Okay. Auch so ein bisschen Ocarina of Time-mäßig. Sind wir jetzt innerhalb des Körpers des Kaisers? Wow, Amy, du bist eine furchtlose Wölfin. Das sollte der schnellste Weg sein, um an die Wurzel des Übels zu gelangen. Wir können auch seine Atemgeräusche hören. Hey, was ist das für ein komisch aussehendes Ding? Ah, ich weiß. Es ist dieses wackelnde Ding, das hinten am Rachen runterhängt. Ja. Ich wette, wenn wir daran kitzeln, dann wird er uns ausspucken. Das ist wahrscheinlich die beste Methode, um hier wieder rauszukommen. Aber heben wir uns das für später auf. Wir gehen jetzt in die andere Richtung. Okay. Ja, es geht hier tatsächlich weiter. Aber andererseits wäre ich ja schon irgendwie neugierig, ne? Wieder mal. Ansehen. Ich wette, er wird uns ausniesen, wenn wir an diesem wackelnden Ding hier kitzeln. Ja, ich mach das mal kurz. Ui. Dann geht's sogar. Ist das Schneiden dann oder wie? So. Ja. Ui. Okay, also man kann da auf jeden Fall auch wieder rauskommen, weil da hatte ich ja beim letzten Mal auch schon. Und gleich wieder rein. Beim letzten Mal auch schon ein bisschen Sorge, dass wenn ich hier einmal reinspringe, dass ich dann nicht mehr rauskommen würde oder sowas. Also erstmal zumindest. Aber man hatte da auch eine leichte Möglichkeit, um wieder abzuhauen. Okay. So. Genau, ich will mal ganz kurz die Karte angucken. Die haben wir im letzten Part auch erhalten. Aber ich habe mir die Karte noch gar nicht angeschaut. Wie viel denn noch fehlt eigentlich? Achso, okay. Wir waren anscheinend überall. Weil mit der Karte werden ja Räume angezeigt, wo ich noch nicht war. Und das sind nur die beiden da vorne. Und da vorne haben wir auch einen runden Raum. Keinen wirklich großen, aber doch einen runden Raum. Und wir haben auch da einen Speicherpunkt jetzt dann gleich direkt davor. Okay, dann haben wir anscheinend den Dungeon dann gleich abgeschlossen. Mit dann noch dem Bosskampf. Ja, mal schauen. Erstmal speichern auf jeden Fall. Auf den zweiten Speicherpunkt. Zum dritten Mal schon. Ich bin schon zum dritten Mal durch. Wunderbar. So, gehen wir auch hier gleich mal durch. Ja, sieht auch sehr appetitlich aus wieder mal. Aber gut. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Ich habe so ein Gefühl, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Ja, du wirst doch jetzt nicht umkehren, oder Amy? Umkehren? Auf keinen Fall. Doch. Nee, wir machen das mal. So, aber das schreit jetzt wieder nach Bosskampf. Gute Antwort. Okay, du kennst den Ablauf. Spring, bevor du guckst. Genau, einfach mal blind einfach reinrennen. Das heißt, bin ich sehr gespannt. Okay, nochmal ein Checkpoint auch. Und hier wird der Nebel auch sogar nochmal stärker. Okay, dann ist es halt vielleicht so, dass der halt einfach vielleicht irgendwas Falsches gegessen hat oder so. Keine Ahnung. Und deswegen haut er jetzt dann den ganzen bösen Nebel raus. Ich weiß nicht genau. So, gleich sind wir da. Okay, da unten, da wird dann der Kampf auf jeden Fall stattfinden. Das ist eine coole Kampfarena auch. Und ich bin gespannt, gegen wen wir kämpfen. Anscheinend nicht gegen so einen riesigen Gegner, sondern gegen einen, der ungefähr gleich groß ist wie wir. Weil die Arena ja doch gar nicht so groß ist, im Vergleich zu den anderen, die wir schon hatten. Unmöglich! Das ist verrückt! Dieser Nebel, er lebt, Amy! Wow. Eieiei. Hallöchen! Wie geht's dir? Pesthauch. Während dieser Körper unter meiner Kontrolle steht, verbreitet er bösen Nebel über der Stadt. Und du, Dummkopf, du wagst es, den Himmel von allem zu reinigen, was ich schon erreicht hatte. Aber du kannst mich hier in einem menschlichen Körper nicht so leicht besiegen. Im Augenblick schreit das mächtige Schwert Goldnagel danach, von deinem Blut zu trinken. Komm, tritt vor, damit ich dich niedermachen kann.
Ison. Yeah. Hehe. Schon klar. Ich werde vortreten. Du bist ein hartes Stück Arbeit, Pesthaucher. Wir hatten einfach so umwerfen können. So viel hat er doch gar nicht drauf, vielleicht. Sprich dein letztes Gebet. Du unkultivierter Schurke. Sei gewarnt. Wir sind hier tief in den Eingeweiden des Kaisers. Wenn wir hier kämpfen, dann wird sein Körper... Oh, okay. Hör doch auf. Ein bisschen Action hier wird ihm helfen zu erwachen. Okay. Ist aber auch egal. Du bist der, der hinter dem giftigen Nebel steckt. Einen menschlichen Körper zu besetzen ist ein netter Trick, oder? Mit meiner überlegenen Klinge, Denkumaru, werde ich... Der unglaubliche Ison, den Haufen Schrott, den du Schwert nennst, zerschmettern. Wir machen das lieber, Ison. Okay, muss ich mir jetzt zurückhalten? Ich darf schon mal alles Mögliche machen hier, oder? Ich denke mal schon. So, erstmal ein bisschen austesten. Erstmal kurz ausweichen, vielleicht auch ein bisschen. Mal gucken, was der. Wow, der ist sehr schnell. Mal gucken, was der so drauf hat. Ich werde dann schon auch gleich Pinseltechnik benutzen, ne? Keine Sorge. Ich mache erstmal Wind vielleicht. So. Aber Wind bringt anscheinend nichts. Und ein paar Schwerter. Schwerterhilfe. Okay, mach da mal das Offensichtliche. Das Dungeon-Item. Quasi. Verlangsamen. Okay, wenn ich ihn verlangsame, dann geht der Nebel weg. Und dann kann ich ihn treffen, aber so nicht. Okay, also einfach 1000 Mal verlangsamen immer. Und dann schon draufhauen auf ihn. Am besten auch mit meiner aufgeladenen Attacke. So. Okay, jetzt war er auch grau kurz. Aber jetzt nicht mehr schon wieder, oder? Nee. Okay, jetzt kann ich Schwert angreifen. Okay, bam. Und schon viel Schaden machen. Bam. Und nochmal zerschneiden am besten. Okay, ich mache schon wieder sehr viel Schaden sogar. ich weiß nicht genau, ob der noch eine zweite Phase vielleicht hat. Ich werde sogar jetzt aber dann ihn mal noch vielleicht ein bisschen mehr angreifen lassen. So, ich muss mal kurz warten. Ja, weil ich ihn dann gleich nämlich schon töten kann, wenn ich das nochmal dann schaffe, wie gerade eben. Okay, er kann sich wirklich auch sehr schnell bewegen. Fast schon teleportieren, so ungefähr. Und hier bei den Schwertern am besten eigentlich auch verlangsamen und dann schön währenddessen den Schwertern in Ruhe ausweichen. So, dass die alle mich verfehlen. Sehr gut. Und die eine Attacke von gerade eben, wo er so mega schnell angerannt kam, sollte man am besten wahrscheinlich auch verlangsamen. Ja, die da. Ja, da kann man ja gar nicht ausweichen, so ungefähr. Sollte man am besten auch verlangsamen. Ich will noch kurz warten, ob er noch irgendeine andere Attacke drauf hat, die er mir noch zeigen will. Aber anscheinend sogar nicht mehr. Okay. Dann will ich mal einfach jetzt hier verlangsamen und dann schön auf ihn draufhauen. So. Okay, noch ein bisschen näher, ein bisschen näher. Aber ich muss halt jetzt auf die Schwerter aufpassen. Am besten gleich nochmal. So. Genügend Tinte habe ich ja. So, und... Jetzt ging's aber nicht. Wieso nicht? Okay, das verstehe ich nicht. Jetzt habe ich ja verlangsamt, aber... Es geht nicht immer anscheinend. Vielleicht geht's mal manchmal, seinen Nebel wegzumachen oder so. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Aber immer schön verlangsamen ist trotzdem eine gute Idee. Weil es ja auch im Allgemeinen nicht schlecht ist, dass ich ja auch dann... seinen Angriffen leichter ausweichen kann. Okay, sehr gut. Und das Schwert wieder können wir wieder angreifen. Und das war's dann ja eh dabei. Eh gleich schon. Ja. Oder kommt noch mehr? Anscheinend nicht mehr. Okay. Neue Waffe noch, sehr schön. Und zwar anscheinend wieder so ein Perlending oder sowas. Erhalten göttliches Instrument. Exorzismusperlen, genau. Mit der hohen Reichweite wieder. Leuchtende Gebetsperlen, die die Macht heiligen Lichts enthalten. Der Giftnebel, der die Bewohner der Stadt plagt, war das Werk von Pesthauch, einer Krankheit im Körper des Kaisers. Pesthauch war aus den bösen Intentionen des Schwerts Goldnagel herausgeboren. Aber selbst eine so verabscheuungswürdige und von Hass erfüllte Kreatur war kein wirklicher Gegner für unsere unerschrockenen Helden Amaterasu und Ison. Das stimmt. Das stimmt sogar leider, weil ich hätte mir wie gesagt gewünscht, dass der ein bisschen mehr drauf hat. Noch ein paar mehr Angriffe und auch mehr Phasen oder sowas, weil wenn ich schnell gewesen wäre, hätte ich ja sogar den schon beim ersten Mal gleich besiegen können. Aber okay. Mit Pesthaus Niederlage verschwand auch der giftige Nebel. Der Kaiser, nun befreit vom Einfluss des Bösen, wurde wieder normal. Amaterasu und die anderen hatten sich einen kurzen Moment der Erholung verdient. Aber währenddessen konspirierte das Böse weiter, um diesen Moment der Ruhe so kurz wie möglich zu machen. Aus Goldnagels besiegter Form entstieg die bekannte Finsternis.
Der Geist des Bösen und des Hasses, der in dem Schwert innewohnte, schwarz wie die finstere Nacht und tief wie der Ozean, stieg langsam zum Himmel hinauf. Mach keinen Fehler. Das war zweifelsohne einer der verdorbenen Geister, die aus Orochis besiegtem Körper entstiegen. Beständig und schnell erhob er sich. Dann beschleunigte er auf einmal und verschwand in Richtung See, über den Horizont. Er bewegte sich zielgerichtet, als ob er sich mit einem alten Freund treffen wollte. Amaterasu und die anderen hatten keine Zeit zu rasten. Ob sie wirklich die Normalität der Hauptstadt wiederhergestellt hatten? Sie mussten sich ja immer noch um die Bedrohung durch den Wasserdrachen kümmern. Ja, wir haben noch einiges zu tun. Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende, das glaube ich ja. Hey du, hast du nicht irgendwas vergessen? Das ist ganz schön übertrieben, Großmaul. Du spielst ja noch nicht einmal in der gleichen Liga wie der unglaubliche Isson. Nun, Fake Noel, das war's. Wie wär's mit ein bisschen Siegesgeheul? Oh, warte, das hätte ich ja beinahe vergessen. Diese kleine Kaguya ist immer noch eingeschlossen. Amy, scheint so, als würde der Alte immer noch schlafen. Wie wäre es einfach damit, wir übernehmen das Kommando und lassen ihn ihre Zelle aufschließen? Warum sollen wir uns die Mühe machen und ihn aufwecken und alles zu erklären? Okay. Hä, du raffst es nicht, oder? Siehe und lerne, meine pelzige Freundin. Als erstes werde ich seinen Magen umrühren und dann... ob das wirklich so eine gute Idee ist? Was zur Hölle? Wie geht's? Isson, was hast du nur getan? Was zur Hölle? Hey, bist du okay, Amy? Sieht so aus, als hätten wir den Kaiser wieder auf die Beine gebracht. Ach, darf ich ihn jetzt steuern, oder wie? Komm schon, wir werden diesen kaiserlichen Leib bewegen. Lass ihn uns dahin bringen, wo sie Kaguya festhalten. Ist ja auch cool. Ui, und vor allem, wie er sich nach vorne bewegen kann. Ach, ich schätze, dieses Leute-kontrollieren-Geschäft ist schwerer, als es aussieht. Nicht da lang, wir müssen die große Nummer hier zu Kaguyas Zelle bringen. Ja, ich wollte halt erkunden noch ein bisschen. Kann ich irgendwas anderes währenddessen machen? Nein. Da komme ich ja her. Okay. Dass es den anderen nicht auffällt, dass wir uns so etwas komisch fortbewegen. Eure Majestät, geht es euch gut genug, dass ihr wieder herumlaufen könnt? Dieses Mädchen, Kaguya, wurde eingesperrt, wie ihr es befohlen habt. Aber sie hat nichts Falsches getan, deshalb verstehe ich nicht, warum. Ich weiß nicht genau, ob der Kaiser sie noch eingesperrt hat, als er noch normal gedacht hat. Oder ob er da auch schon von dem Nebelpest-Typen davon gerade eben oder von irgendwelchen anderen bösen Dingern beeinflusst wurde oder sowas. Keine Ahnung. Nicht, dass ich eure unermessliche Weisheit anzweifeln würde, euer Majestät. Ich würde mal eigentlich vermuten, dass... sieht so cool aus. Dass er das eigentlich nicht selber tun wollte, sie einzusperren, sondern dass dann wirklich da schon irgendwelche bösen Mächte am Werk waren. Eure Majestät, ich weiß, ihr habt es bereits abgelehnt, den Arzt zu sehen. Aber es wäre sicher ratsam, sich behandeln zu lassen. Einige Leute haben sogar zu spekulieren begonnen, dass es eure Krankheit ist. Natürlich habe ich sowas niemals angenommen. Okay, ich meine, er ist immer noch sehr krank und das ist dann die Erklärung dafür, warum er dann hier so etwas seltsam durch die Gegend läuft. Aber na gut. Das ist übrigens auch ganz cool, weil hier bei diesen, hier in dem Garten, wo wir jetzt gerade waren, das war ja der Dungeon quasi für uns. Da sind wir entlang gelaufen. Hier ist ja auch Kaguya. Das ist ziemlich cool, dass wir jetzt dann auch hier noch in groß sehen konnten, wo wir da gerade entlang gelaufen sind. Oder was ist, aber halt in Normalgröße, aber halt von der Perspektive eines Normalgroßen haben wir es gerade noch sehen können, ne? Ziemlich cool. Seid ihr der Kaiser? Aber wenn ihr es seid, bedeutet es, dass diese beiden... Ach, du meine Güte, es ist alles meine Schuld. Wie soll ich mich jemals dafür entschuldigen? Hm? Mal sehen. Wie wär's, wenn du... Die Handbewegungen. Wenn du damit anfängst, mir 100 Klöße zu machen. Hä? Hehe. Wollte dich nur aufziehen, Süße. Diese Stimme. Hast du wirklich geglaubt, wir würden so leicht ins Gras beißen?
Der Kaiser wurde von einem bösen Magenvirus kontrolliert. Aber wir haben uns darum gekümmert. Die Dinge sollten sich bald wieder normalisieren. Und nun? Lassen wir diesen kaiserlichen Leib deine Zelle öffnen. Mal sehen. Yay! Oh, danke dir. Ich hatte geglaubt, dass ich hier nie wieder rauskommen werde. Keine Zeit für ein kleines Schwätzchen, Bambusmädchen. Wir haben den Kaiser von dem Monster befreit, das ihn kontrolliert hat. Aber die Dinge sind hier immer noch ein bisschen kompliziert. Wir werden uns von hier verziehen. Das solltest du auch tun. Nun, mal sehen. Oh ja, kille, kille, kille. Ah, okay, jetzt, ja. Werden wieder rausgehauen und wir sind plötzlich normal groß. Aus Gründen. Ich weiß schon, was du vorhast, Amy. Und ich stimme dem zu. Damit hätten wir dann hier alles wieder ins Lot gebracht. Ich meine, wir haben bereits das Bambusmädchen befreit. Jetzt macht ein Siegesgeheul, um den Kaiser aufzuwecken. Yeah! Also war auch ein sehr schöner Dungeon. Aber den Bosskampf fand ich jetzt nicht so mega toll, weil der dann doch etwas zu einfach war. Und insgesamt fand ich, glaube ich, die Mondhöhle noch etwas besser, weil die noch sogar etwas coolere und längere Rätsel und schwierigere Rätsel auch hatte. Habe ich den Eindruck, noch ein paar mehr Kämpfe irgendwie, finde ich. Aber die Idee war auf jeden Fall mega cool, dass wir halt als kleiner Typ rumgelaufen sind. Das hat mir sehr gefallen. Und wie gesagt, der Bosskampf war ein bisschen zu leicht und zu kurz irgendwie. Aber der Dungeon selber war echt cool. So, ich möchte speichern, ja. So. Auf den dritten. So, wie geht's dem Kaiser? Ich frage mich, was passiert ist. Die Leute sagen, ich wäre durch eine Krankheit ans Bett gefesselt gewesen. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich, dass ich mich mit einer Bambushändlerin namens Kaguya getroffen hatte. Und ich erinnere mich an einen geheimen Schatz für das Überqueren eines Sees aus Feuer. Aber ich habe jede Erinnerung daran verloren, was dann geschah. Es ist fast so, als ob ich von einem seltsamen Geist besessen gewesen war. Ja, so ungefähr. Pah, das Gerede eines geplagten Kaisers. Aber Kaguya ist in Sicherheit. Schätze, wir können ihm etwas Ruhe gönnen. Ein weißer Wolf und ein seltsam springender Punkt. Ich habe so ein Gefühl, dass ich euch beiden aus einem Traum kenne. Ich muss mich bei Königin Himiko für meine unverzeihlichen Fehltritte entschuldigen. Himiko? Ja, das ist es, Amy. Die Stadt steckt endgültig in einem totalen Chaos und Königin Himiko unternimmt deswegen überhaupt nichts. Es gibt keine Entschuldigung dafür, warum sie sich in ihrem Palast eingeschlossen hat. Junge, der werde ich mal meine Meinung sagen. Ah, lieblicher weißer Wolf. Ich fühle mich immer so entspannt, wenn du da bist. Ich habe so ein Gefühl, dass du mich zutiefst kennst. Ja, zutiefst kennen wir dich. Oh, ich kenne dein Innerstes. Das kannst du mir aber glauben, genau. Weißt du, ich sammle den Mondszene. Ach, wenn du welche für mich hast, dann gebe ich dir Schätze dafür. Ach, du bist auch ein Dämonenzahnhändler? Aber ein anderer, oder wie? Ja, das ist jetzt die Frage. Hast du auch andere Produkte als der andere Typ? Die Leute werden sagen, ich sei ein Narr, dass ich einem Wolf Schätze gebe. Aber du bist immerhin mein Glückswolf. Ich bin mir sicher, dass dabei etwas Gutes rauskommen wird. Du hast bestimmt schon viele Dämonenzähne gesammelt, oder? Ja, schon. Nun, was denkst du? Würdest du deine gegen einige Schätze eintauschen? Gerne. Du hast neue Sachen, ja. Nebeltopf. Ermöglicht Transport zwischen Ursprungsspiegeln. Ermöglicht Transport zwischen Ursprungsspiegeln? Okay. Also ich weiß nicht genau, ob es mit Transport gemeint ist. Ich kann mich dann auch zwischen Ursprungsspiegeln, also zwischen Speicherpunkten, auch hin und her warpen. Und ich muss nicht extra zu einer Quelle gehen und nicht extra eine Münze verschwenden, oder wie? Ist das so? Das wäre ziemlich heftig. Und noch einiges anderes sehr teures Zeug. Das ist ja nichts Besonderes hier, alles aber Friedensglocke schon. Erzeugt heiligen Ton, der Dämonenrollen fernhält. Okay, aber ich glaube, die Friedensglocke hat der andere Typ auch, ne? Also anscheinend ist es so, dass ein paar Sachen beide haben, aber nicht alles. Oder wie? Holzmatte. Spende Geld und im Schlaf werden deine Wunden heilen. Das hat der andere, glaube ich, auch schon gehabt. Goldglückkatze bringt Glück, zieht Wertgegenstände näher an, das glaube ich auch. Diebeshandschuh. Ziehe Linie zwischen Isson und Gegner, um Objekte zu stehlen. Das ist neu, das hat der andere nicht gehabt. So ähnlich wie jetzt auch im Dungeon. Ziehe Linie zwischen Isson und Gegner, um Objekte zu stehlen. Okay. Und im Gegner. Okay, ich kann dann Objekte von einem Gegner direkt stehlen. Auch interessant. Und Goldtintenfass. Tintenfass mit Goldschimmer erhöht die Tintenregenerierung. Oh, dass sich die wieder schneller auffüllt.
Das ist natürlich alles cool. Aber ich habe leider nicht so viele. Ja, ich würde sogar fast behaupten, dass Nebeltopf jetzt wahrscheinlich am sinnvollsten ist. Weil das halt am geschicktesten ist, wenn es wirklich das ist, was ich denke, dass ich eben mich dann wirklich überall hinwarmen kann immer. Das wäre schon sehr geschickt. Weil ich meine, die anderen sind auch sehr nützlich. Das stimmt schon. Aber damit hätte ich halt dann enorme Bewegungsfreiheit. Und das ist mir wert. Deswegen werde ich dann das kaufen. Ja. Okay. Ah, Amaterasu. Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Unsere Trennung hat mich geschwächt. Meine Macht ist wie Nebel verflogen. Dein Herz, rein genug, um die Finsternis zu durchdringen, hat mich wiedererweckt. Das Siegel des Nebels wird dich beschützen. Meine Macht hat ihren Höhepunkt erreicht. Ach so. Hiermit verleihe ich dir die Kraft schneller Nebel. Okay, eine Fähigkeit innerhalb der Fähigkeit. Wow, hätte nie gedacht, dass sowas aus einer Flasche kommen kann. Ich wette, dieser kaiserliche Sammelfritze wusste nicht einmal, was in diesem Ding drin war. Wegen diesem schneller Nebel. Ich weiß nicht so genau, wie man ihn einsetzt. Aber das Wichtigste ist doch, dass du eine weitere Technik zurück hast. Okay, eine Truhe. Schriftrolle vielleicht, oder wie genau? Mit einer Erklärung. Nebelschleier. Tech. So. Lass mal durchlesen. So. Reiseführer. Nebelschleier. Tech. Ursprungsspiegel ist aber auch schwierig, brennt euch für immer in die Annalen der Zeit. Unter diesen mystischen Spiegeln sind einige besondere, die ultimativen Ursprungsspiegel mit sehr viel göttlicher Macht. Male ein X-Symbol auf einen ultimativen Ursprungsspiegel und nutze Nebelschleier, um die Nebel-Warp-Technik zu aktivieren. So kannst du zu anderen Orten mit ultimativen Ursprungsspiegeln teleportieren. Okay, ein X dann bei denen machen. Alles klar. Ziemlich cool. Aber es gibt ja noch mehr zu finden. Noch eine weitere Truhe. So. Mit Hanen-Statue. Mhm. Einer wieder von den 13 Sternzeichen da. Sehr gut. So. Wo bin ich jetzt eigentlich genau übrigens? Hier jetzt direkt dann... Oh, oh Gott. Nicht runterfallen. Direkt bei ihm dann. Okay, wenn ich jetzt hier nach unten laufe, dann da kam ich halt her. Oder wie? Genau. Und da rechts bei dem geheimen Kleingang komme ich dann zum Dungeon wieder hin. Kann ich dann den eigentlich jederzeit wieder betreten? Geht das? Hey, wohin bist du, Fake-Noll? Der Nebel, der die Stadt einhüllte, hat sich bereits verzogen. Okay, es geht erstmal nicht mehr. Ich frage mich, ob man da nie mehr rein kann. Das wäre aber eigentlich komisch, weil man nämlich dann Sachen verpassen könnte. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Aber erstmal können wir hier ein paar Sachen ausbuddeln. Weitere Truhen. So, eine Perle noch. Ja. Yep. Ich kann auf jeden Fall dann, wenn ich das nächste Mal einen normalen Händler sehe, dann wieder einiges verkaufen. So. Und hier. Noch ein Kristall, sehr schön. Und ich kann dann gleich auch noch mit den Leuten hier reden. Und ja genau, wie gesagt, hier an diesem Ort, hier auf diesen kleinen Stein sind wir entlang gesprungen. Und von dort aus haben wir dann eben Kaguya hier im Gefängnis gesehen. Ziemlich cool. So, was sagen die? Diese giftige Luft verschwand sofort, als es dem Kaiser wieder besser ging. Vielleicht hat es etwas mit dem zu tun, von was auch immer der Kaiser besessen war. Auf jeden Fall hoffe ich, dass auch alle anderen von dieser Krankheit genesen werden. Genau, und hier waren wir auch an diesem Ort mit den drei Brückendingern da. Das war ja auch innerhalb des Dungeons. Also echt ziemlich cool. Kann ich die jetzt eigentlich auch noch aktivieren übrigens? Geht das? Das geht sogar auch noch. Okay, cool. Aber hat natürlich keine weitere Bedeutung mehr erstmal. So. Aber ich will noch ganz gerne mit dem Typen auch noch schnell reden. So. Der Kaiser ist wieder so gutmütig wie früher. Es scheint, er war von irgendeiner bösen Kraft besessen. Ich bin besorgt über die seltsame Luft, die sich über Nippon erstreckt. Ich hoffe, sie kommt nicht auch in die Stadt Saiyan. Okay, irgendeine komische Luft über Nippon? Ich weiß nicht genau, was er meint. Sollte er nicht erstmal froh sein, dass der Nebel weg ist? Oder wie? Oder verstehe ich irgendwas falsch? Keine Ahnung. Was ist eigentlich hier übrigens? Kann ich irgendwas machen? Moment. Warum kann ich hier extra reingehen? Das ist seltsam. Kann ich irgendwas machen? Es sieht schon so aus, irgendwie. Aber ich wüsste nicht was. Eine Bombe hinlegen? Nee. Soll ich weniger was bringen? Und verlangsamen bringt er ja auch nichts. Okay, ich lass mal. Hier war ja dann der Hauptbereich. Hier war der Hauptbereich dann. Ja. Richtig. Komme ich da nicht noch irgendwie rein von hier aus vielleicht oder so? Nee, anscheinend nicht mehr. Okay. Aber hier war jetzt ansonsten nichts anderes mehr bei ihm. Aber ich sollte mir auf jeden Fall merken, dass es jetzt dann schon zwei Dämonenzahnhändler gibt. Und dass ich auch bei beiden regelmäßig vorbeischauen sollte, wenn ich genügend Dämonenzähne habe, um dann von denen noch Sachen zu bekommen.
So, ich werde es dann gleich, glaube ich, am besten Nacht machen, um die ganzen Schätze hier noch besser zu sehen. So. Ich kann die Kamera nicht drehen, leider. Geht das so? Ja, Moment, ich muss halt den Himmel ein bisschen besser sehen. Ich glaube, theoretisch dürfte es schon gehen, oder? Ich hoffe zumindest. So, jetzt hier vielleicht so. Ja, ich meine, vielleicht geht es auch in diesem Bereich nicht. Und ich kann hier es gar nicht Nacht machen. Am ehesten jetzt hier im Himmel. Da habe ich jetzt einen großen Himmelbereich. Nee, es geht nicht, okay. Muss ich selber finden. Aber kann man ja schon auch relativ offensichtlich sehen. Hier ist noch eine. So. Denn ich will natürlich alle Schätze hier haben. Logischerweise. So, eine Perle sogar auch noch. Siehst du mal. Weil es auch noch wichtig. Mhm. Und hier noch. So. Und da gibt es für uns noch. Ein Bullenhorn. Yep. Und das waren aber, glaube ich, erstmal alle, die ich jetzt hier auf die Schnelle zumindest entdecken konnte. Ist noch vielleicht unter den Felsen irgendwas, glaube ich, aber eigentlich weniger. Ich müsste ja auch treffen. Habe ich getroffen? Ich habe getroffen, ja. Nein. Oder doch? Ist da irgendwas? Moment. Nein. ich will aber beim anderen auch kurz gucken, weil das sah schon irgendwie ein bisschen auffällig aus, finde ich. Okay, Essen kam raus, ja schön. Aber ist da noch irgendwas Besonderes? Ne, das sieht nicht so aus. Nee, okay, gut. Dann ist da, glaube ich, ansonsten erstmal nichts mehr in diesem Bereich. Dann wieder zurück. So. Und jetzt haben wir aber, das habe ich ja auch schon vorher so gesagt, jetzt haben wir aber dann mega viel noch zu erkunden. Weil ich meine, wir haben zwar die gesamte Stadt Siam schon erkundet an sich, aber wir müssen sie halt jetzt dann zum zweiten Mal quasi erkunden, weil jetzt halt überall neue Sachen passiert sind. Die ganzen verfluchten Zonen sind auch weg und die Leute werden neue Quests und sowas haben. Und wir können eben halt, weil die verfluchten Zonen weg sind, auch neue Orte erkunden und sogar auch in neue Gebäude reingehen. Also es gibt jetzt sehr, sehr viel zu erkunden für uns. Hallo Bambusmädchen, was machst du hier draußen? Ich meine, du bist jetzt frei. Du kannst überall hingehen, wo du möchtest. Hallo ihr zwei. Ich habe euch nicht wiedererkannt. Du warst so winzig, als wir uns das erste Mal trafen. In voller Größe bist du wirklich eine beeindruckende Gestalt. Findest du? Nun, eigentlich höre ich so etwas die ganze Zeit. Das meinte ich dich. Hä? Ja, dich meinte ich natürlich auch. Ist wie auch immer. Die Stadt ist im Moment ein recht gefährlicher Ort. Du solltest zum Haus deines Großvaters gehen. Die Kaiserlichen haben ein Auge auf deinen Schatz geworfen. Stimmt's? Du solltest lieber verschwinden, bevor andere anfangen rumzuschnüffeln. Und außerdem, dein Großvater scheint dich unheimlich zu vermissen, weißt du? Wirklich? Ah, ich verstehe. Dieser nette alte Mann betrachtet mich als seine Enkelin. Ich würde wirklich gerne zu ihm zurück, aber... Du bist nicht seine Enkelin? Du meinst, deine wirkliche Familie lebt woanders? Ach, egal. Du solltest einfach hingehen und ihn sehen, wenn dir danach ist. Ich weiß nichts über meine Vergangenheit. Das hat sie ja schon erwähnt. Sie hat Gedächtnisschwund. Ich weiß nicht einmal, wer ich bin oder woher ich komme. Meine erste Erinnerung ist, wie ich in einem Bambushain aufwache. Herr Bambus nahm mich mit nach Hause, wo man sich ganz lieb um mich kümmerte. Um diese Freundlichkeit zu entlohnen, habe ich ihm mit seiner Bambusware geholfen. Wenn das der Fall ist, warum beeilst du dich dann nicht und besuchst ihn? Ich weiß nichts über meine Vergangenheit, aber ich habe eine verblassende Erinnerung. Ja, ich will noch mehr darüber hören, nämlich... Ich habe lange und hart während meiner Gefangenschaft nachgedacht. Dabei habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich vor langer Zeit in einem kleinen, dunklen Raum war. Das ist im Moment alles, woran ich denken kann. Toll. Und ich habe das Gefühl, dass ich dort schnell hin muss. Ich werde dieses Gefühl einfach nicht los. Ein kleiner, dunkler Raum. Das ist ja eine ganz schön seltsame Geschichte. Ich meine, du weißt nicht einmal, wo dieser Ort ist, an den du zurück möchtest. Bruchstücke meiner Erinnerung kehren langsam zurück. Zusammen formen sie eine Vision. Ich sehe ein königliches Siegel, eingraviert in die Erde, unter einem Bambushain. Okay, schon ein bisschen konkreter. Ich muss zur Sasa-Zuflucht gehen. Dort wird es sich aufklären. Okay, und ich muss da auch als nächstes hin anscheinend, mit dir gemeinsam dann. Okay. Huch, was ist denn in dich gefahren? Ich meine, erst der dunkle Raum, und jetzt möchtest du auf einmal zur Sasa-Zuflucht? Ich weiß nicht, wohin ich zurückkehren muss, aber ich habe dieses starke Gefühl in meinem Herzen. Es treibt mich vorwärts zu meinem endgültigen Zielort. Es treibt mich vorwärts, das königliche Siegel zu suchen. Ich muss sofort los zur Sasa-Zuflucht. Okay. Hey, warte! Bambusmädchen, warte! Ach, sie ist fort. Okay. Ja, und da können wir ja auch ganz einfach hinfolgen, da wir uns ja jetzt auch von Speicherpunkten wegwarpen können. Aber ich möchte erst noch, glaube ich, ein bisschen warten.
Und dann ist, wie gesagt, beim nächsten Mal erstmal dann hier jetzt noch viel mehr erkunden. Denn hier zum Beispiel in diesem Bereich, wo es einen weiteren Teich gibt, wo ich mich auch hinwarmen kann überall, da waren wir halt zum Beispiel noch gar nicht. Und es gibt eben noch, wie gesagt, einige weitere Orte, wo wir noch gar nicht waren bisher, wegen den verfluchten Zonen. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal noch etwas ausführlicher erkunden. Ja, und übrigens zum Palast, das würde mich auch noch interessieren. Das will ich mal jetzt, das will ich noch kurz austesten. Kann ich denn jetzt zum Palast eigentlich schon direkt hingehen? Oder geht es immer noch nicht? Du bist ganz schön hart, denke ich nicht, war du clever? Aus welchem Grund auch immer, der Fluch scheint gebrochen zu sein. Aber es gibt immer noch eine finstere Präsenz an der Ryushima-Küste. Aber wir werden nicht erlauben, dass es Königin Himiko auch nur ein Haar krümmt. Nein, wir Wachen werden nichts Böses an sie heranlassen. Mann, Himikos Leute hören sich alle an wie Papageien. Okay, ich muss zuerst, aber ich wette, gegen die Pinseltechniken der Götter haben sie keine Chance. Ach so, oder ich muss mit Verlangsamen durch, oder wie? Und dann checken die das nicht? Ist das so? Das will ich noch kurz austesten, weil da bin ich jetzt neugierig. Lol. Ist ja cool. Dann bin ich einfach drin. Okay, ich dachte jetzt, ich müsste vielleicht zuerst den Wasserdrachen besiegen. Oder so, aber es geht schon einfach so. Okay. Ja, ich meine, das würde mich natürlich auch interessieren, was denn hier beim Palast so los ist. Also dann halt bei diesem Palast hier, wo dann Königin Himiko ist. Hier ist auch ein Speicherpunkt irgendwo, oder? Wird mir auf der Karte zumindest... Oder ist es ein Speicherpunkt schon, ne? Oder ist es das Portal da? Ich war mir dann nämlich in der Vergangenheit auch nie ganz sicher mit den Speicherpunkten. Hier ist noch eine Truhe. Okay. Mit den Speicherpunkten, weil wir haben nämlich schon mal zwei verschiedene Arten von Speicherpunkten gesehen. Einmal halt solche, die einfach nur so ein Kreis auf der Karte waren, aber dann auch welche mit halt so einem Symbol drauf. Und das macht jetzt auch Sinn, da wir halt nur bei denen mit Symbol uns dann überall hinwarten können, denke ich jetzt mal. Ja, das ist doch das Portal, glaube ich, gemeint. Aber das werde ich dann doch erst beim nächsten Mal machen. Aber ich will auch ganz gerne ganz kurz gucken, ob ich noch zum nächsten Speicherpunkt hier in der Nähe... wie bist du reingekommen? Achso, sorry. Ich hätte vielleicht nochmal die Zeit verlangsamen sollen. Verschwinde von hier, du Kläffer! Das ist mal witzig, dass man hier mit Verlangsamen einfach reinkommen kann. Aber das werden wir uns dann beim nächsten Mal noch genauer anschauen. Ich will noch, wie gesagt, ganz kurz zum Speicherpunkt hingehen. Genau, und hier bei Rao war ja einer. Hier drinnen. So, weil ich dann gleich den Part und auch halt die Aufnahmesession beenden will. Okay. Aber ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Okami HD. Beim nächsten Mal geht's dann, wie gesagt, hier in Saiyan noch weiter. Wenn wir uns sogar, würde ich mal schätzen, noch einige weitere Parts hier aufhalten. Bevor wir dann letztendlich dann der Kaguya auffolgen. Und dann mal gucken, ob sie sich dann wieder da zurückerinnern kann, wenn sie an diesen Ort da hingeht. Wo sie die Vision da hatte, keine Ahnung. Aber wie gesagt, die nächsten paar Male erstmal hier Saiyan und dann auch der Palast vielleicht noch, wenn wir da schon rein können. Und dann mal gucken, was mit der Königin Himiko los ist. Also es wird hier auf jeden Fall noch einiges zu tun geben, das ist ganz klar. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.